ist wieder Nikos Sammeltagebuch. Ja, heute befasse ich mich mal wieder mit der Restauration. Und zwar restauriere ich heute für euch eine Münze von 1812, die zum Königreich Westfalen gehörte. Ja, zu der Zeit war damals Hieronymus Napoleon da der König. Und ihr hört richtig, Napoleon, das ist der Bruder, der Kleine, von dem Napoleon Bonaparte. Also, seid gespannt, was dabei so rauskommt. Ich wollte sie erst trocken restaurieren komplett. Leider Gottes hat sich dann eine Verkrustung festgestellt, die sie nicht trocken hat lösen lassen. Also ist es teils eine chemische Reinigung geworden. Aber, wie gesagt, schaut jetzt selber rein und ja, guckt, wie das Ergebnis wird. So, ja, bevor es jetzt wieder losgeht mit der Reinigung, zeige ich euch erstmal, was ich alles benutzt habe diesmal. Wieder wie beim letzten Mal, beim Knopf. Die Zahnstocher. Ich wollte die Münze ja ursprünglicherweise erst komplett trocken reinigen. Deswegen habe ich die Zahnstocher, den Pinsel benutzt, die ganz, ganz feine Stahlwolle, die 4x0 Stahlwolle. Die ist wirklich mega fein. Kann man leider gerade so gar nicht erkennen auf der Kamera. Dann halt auch wieder das gute, alte, bewährte Zahnarztbesteck. Das haben wir dafür benutzt. Und da es aber trocken nicht so ganz geklappt hat, wie ich wollte, brauchten wir auch noch Wattestäbchen. Dann habe ich von Tifo den Kupfer- und Messingreiniger benutzt. Der hat gute Dienste geleistet. Um noch ein bisschen die Oberfläche glatt zu polieren, habe ich den Power Polish von Tifo benutzt. Und ja, und dann habe ich, da ich ja den Reiniger nutzen musste, noch ein Glas mit destilliertem Wasser. Und dann habe ich mir hier noch eine Wasser-Kaiser-Natron-Lösung angerührt, zum Neutralisieren von dem Reiniger. Und habe dann weiterhin noch benutzt das Wachs, wie immer, den Wachspinsel zum Einpinseln. Und nachdem das Wachs dann getrocknet war und so weiter, habe ich den Dremel benutzt. Mit einem ganz feinen Polieraufsatz vorne drauf. Das sind so feine Filzscheibchen, die da drauf sind. Ja. Ach ja, und das Schleifpapier, um die Zahnstocher wieder anzuspitzen, habe ich natürlich auch benutzt. Ja. Aber kurz zum destillierten Wasser. In dem destillierten Wasser habe ich dann die Münze eingelegt. Da lag sie über Nacht drin, nachdem ich halt den Reiniger mit dem Kaisernatron neutralisiert hatte. Weil im destillierten Wasser entsalzt man die Funde. Ja, und Kaisernatron ist halt ein Salz. Und das wollte ich wieder runter haben von der Münze. Das brauchte man halt leider zum Neutralisieren des Reinigers. Aber wenn man es wieder runter haben will, muss man halt die Münze in destilliertes Wasser einlegen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der Restauration.
sieht die Münze denn jetzt fertig aus? Die Kruste ist so weit wie möglich abgelöst, ohne dass ich diese braune Patina noch beschädigt habe dabei. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Eigentlich soll es ja erst eine Trockenreinigung werden, aber ja, das ging leider nicht, wegen der Kruste.